Nun kommen wir zum nächsten Teil unserer Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am Donnerstag, den 17. Oktober 2013. Dieses Interview ist eine Aufzeichnung. Ich begrüße ganz herzlich Frau Helga Zeppler-Rusch, die Vorsitzende der Partei Bürgerbewegung Solidarität. Ja, guten Tag, hallo. Frau Zeppler-Rusch, Sie haben Büso aufmerksam gemacht auf Forderungen aus verschiedenen Richtungen nach Verfassungsänderungen. Einmal von der JP Morgan Bank und einmal vom Wall Street Journal. Wie bewerten Sie das? Ja, also die Wall Street, genauso wie die europäische Finanzelite, wissen natürlich haargenau, dass das transatlantische Finanzsystem kurz vor einer Explosion steht, wogegen der Krach von 2008 Lehman Brothers sich wie die berühmten Peanuts ausnimmt. Und die werden jetzt versuchen, mit allen Mitteln ein Paket von Maßnahmen durchzusetzen, das dazu dienen soll, diese Casino-Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und dieses Paket besteht aus einerseits einer Fortsetzung der sogenannten Bail-out-Politik, also der Rettungspakete auf Steuerzahlerkosten. Zusätzlich soll das sogenannte Quantitative Easing, also das Gelddrucken, was natürlich dann zur Hyperinflation führt, weiter fortgeführt werden und notfalls sogar ausgedehnt werden. Und drittens soll dazukommen das sogenannte Bail-in, also das Zypern-Modell, nach dem Konteninhaber nach einer bestimmten Gläubigerhierarchie enteignet werden sollen. Und das Ganze soll dann verbunden werden mit den drakonischsten Sparmaßnahmen, vor allen Dingen im Sozialbereich, Sozialversicherungen, Krankenversicherungen und so fort. Und das sind so brutale Sparmaßnahmen, dass die natürlich nicht ohne weiteres durchgesetzt werden können, weil wie es in einem Papier von JP Morgan vor einigen Monaten hieß, gerade in Südeuropa sind viele Verfassungen entstanden als Reaktion auf den Faschismus und legen darin ganz klare Menschenrechte, Arbeitsrechte und so weiter nieder. Und die stehen eben im Weg. Und deshalb setzen sich diese Bankkreise dafür ein, die Verfassungen zu ändern, beziehungsweise sie so zu ergänzen mit technokratischen Prozeduren, wie wir das in Amerika mit der sogenannten Sequestration sehen, das heißt einem automatischen Abbau von Sozialleistungen und in Europa mit der Schuldenbremse. Das heißt, die Verfassungen werden im Grunde ausgehebelt und ersetzt durch einen technokratischen Automatismus, der aber dann den Lebensstandard der Bevölkerung brutal kürzt. Und das ist der Grund, warum die ganz offen sich dafür aussprechen, dass die Verfassungen geändert werden müssen oder sogar beseitigt oder ersetzt werden müssen. Das heißt, es könnten also verschiedene Dinge sein, wie die vorgehen wollen. Also einerseits die Grundrechte selbst einschränken durch Verfassungsänderungen oder Ergänzungen machen, die diese Grundrechte einschränken. Naja, wir sehen das ja im Augenblick jetzt um die Haushaltskrise in den USA, wo im Grunde seit Obama im Amt ist, und das haben ja viele Leute falsch eingeschätzt, die gedacht haben, der Obama wäre irgendwie was anderes als George W. Bush, ein Fehler, den wir nicht begangen haben, sondern Obama hat praktisch, sobald er im Amt war, angefangen mit der sogenannten Cat Food Commission. Das war ein Gremium von Kongressabgeordneten, die Richtlinien zu Sparmaßnahmen vorgelegt haben. Das wurde dann von dem sogenannten Super Commission weiter fortgesetzt. Und wenn die eben keine Regelung finden können, wie das jetzt vor kurzem der Fall war, dann gibt es inzwischen ein Gesetz im Kongress, was verabschiedet worden ist, wonach dann eben automatisch nach einem bestimmten Schlüssel Sozialleistungen abgebaut werden. Und jetzt ist ja heute gerade wahrscheinlich ein Kompromiss zustande gekommen, der allerdings erst noch vom Kongress gesegnet werden muss, der aber ja nicht das Problem beendet, dass das transatlantische Finanzsystem kurz vor der Detonation steht. Und jetzt heute zum Beispiel hat das sogenannte Peterson-Institut eine Anzeige veröffentlicht, wo sie sagen, jetzt müssen die sogenannten Entitlements
gekürzt werden, also die Leistungsansprüche, die eben bestehen aus Sozialversicherung, aus Medicare, Medicaid, das heißt, wo im Grunde die Alten, Schwachen und Armen eigentlich umgebracht werden sollen, weil das hat in der Konsequenz einen lebensverkürzenden Effekt. Selbst die New York Times hatte jetzt in den letzten 2 Wochen 3 Artikel, wo sie darauf hingewiesen haben, dass Obamacare in Wirklichkeit einigen Menschen das Leben kosten wird, weil sie eben nicht mehr versorgt sind. Und dasselbe ist ja praktisch durch die Troika-Politik in Griechenland, in Zypern, in Spanien, Portugal auch der Fall. Und deshalb sind wir ja dafür, dass diese Politik absolut gestoppt werden muss durch ein Glass-Steagall-Gesetz, genau wie Franklin D. Roosevelt das 1933 eben als Reaktion auf die damalige Weltwirtschaftskrise auch gemacht hat. Das heißt, die Geschäftsbanken und die Investmentbanken müssen getrennt werden. Und die haben also dann keinen Zugriff mehr, die Investmentbanken, auf die Einlagen der Geschäftsbanken und kriegen keine Steuergelder mehr. Und dann heißt das eben, dass sie Insolvenz anmelden müssen, weil ihre gesamten Assets, sogenannte, bestehen aus virtuellem Geld, nämlich Derivaten, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also mit anderen Worten, wir müssen im Grunde jetzt wirklich, wirklich einen totalen Schnitt machen und zurückgehen zu einem völlig anderen Paradigma, was das Gemeinwohl wieder in den Vordergrund stellt, die Realwirtschaft, produktive Arbeitsplätze und die Casino-Wirtschaft muss beendet werden. Ja, ich denke, Glass-Steagall, das wäre schon etwas, wo man stark bei den Ursachen erheblich abmildern würde. Hat nicht die SPD das auch schon vorgeschlagen, zum Beispiel Herr Gabriel? Also alle möglichen Leute haben jetzt von Trennbankengesetzen geredet. Ich bezeichne das als die Muckefuck-Varianten oder Blümchenkaffee-Varianten, also Vickers Commission oder Liikanen-Vorschlag oder Volcker-Regel. Das sind alles Vorschläge, die lassen Löcher so groß wie Scheunentore für die Spekulanten. Die brauchen nämlich dann nur ihre Spekulationen zu verlagern auf Offshore-Märkte, Hedgefonds, oder andere Lücken. Und im Grunde haben ja diese ganzen Vorschläge bisher überhaupt nichts geändert. Man muss natürlich vor allen Dingen sehen, dass jetzt in dem von Schäuble genannten angeblichen Trennbankensystem die Bail-in-Klausel voll drin ist. Also der Herr Schäuble hat vor ungefähr einer Woche ein Interview gegeben der britischen Zeitung The Banker, wo er im Grunde sich preist, dass in dem Gesetz, was vom Bundestag verabschiedet worden ist, diese Bail-in-Klausel, also das Zypern-Modell, voll enthalten ist. Und das ist in gewisser Weise eine wirkliche Unverschämtheit gegenüber dem Wähler, weil kein Wort darüber wurde im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf erwähnt. Und ich bezweifle mal, dass sehr viele Leute eine englischsprachige Zeitung wie The Banker mit einer sehr kleinen Auflage überhaupt jemals lesen. Also es ist wirklich ein Betrug am Wähler, der da stattgefunden hat. Und der Gabriel-Vorschlag ist auch kein Trennbankensystem, weil es ja trotzdem bejaht, die Bankenunion, Eurobonds, die ganze grenzübergreifenden Abwicklungsmechanismen und so fort. Also das ist im Grunde, wie gesagt, eine Muckefuck-Variante, aber nicht das wirkliche Glass-Steagall, womit Roosevelt Amerika 1933 aus der Depression herausgeholt hat. Ja, vor allem bei Glass-Steagall, da würde man ja auch die Risiken eingrenzen und Eurobonds, da sollen die Staaten ja gesamtschuldnerisch für die Schulden voneinander haften und also direkt von Anfang an gesamtschuldnerisch. Da denke ich, müssen noch wesentlich schneller alle zahlen als bei dem Bürgschaftsmodell, wie bei EFSF zum Beispiel, als Teil von dem angeblichen Euro-Rettungsschirm. Ja, der Vorschlag geht ja jetzt sogar dahin, dass man diesen grenzübergreifenden Abwicklungsmechanismus in dem European Stability Mechanism ansiedeln will. Und das ist ja ein völlig rechtsfreier Raum. Das heißt, die Mitglieder des ESM sind ja auf Lebenszeit immun, können also gerichtlich überhaupt nie belangt werden. Also selbst wenn die jetzt mit dem Geld, was sie da dann verwalten, wüste Spekulationen machen, dann wären sie immer noch immun. Es ist auch keine Einsichtspflicht da, also nicht mal der Bundestag
könnte praktisch sich da einen Überblick verschaffen. Also das ist wirklich die Bankendiktatur. Und was wir vorschlagen, ist was völlig anderes. Wir sagen im Grunde Glass-Steagall, also es müsste dieses Trennbankensystem durchgeführt werden. Die Investmentbanken müssten ohne Hilfe ihre eigenen Bücher in Ordnung bringen. Und das würde mit hundertprozentiger Gewissheit bedeuten, dass sie Insolvenz anmelden müssen. Also im Grunde geht es darum, die Wall Street zu bankrottieren, weil diese Casino-Wirtschaft, die braucht man nicht. Wir brauchen nicht diese Form von parasitärem Investmentbanking. Und natürlich ist das nur der erste Schritt. Was dem absolut folgen muss, ist ein Kreditsystem in der Tradition, etwa wie der erste Finanzminister Amerikas, Alexander Hamilton, nach der amerikanischen Revolution eine Nationalbank gegründet hat, die dann Kreditlinien zur Verfügung stellt für wohldefinierte Projekte im Sinne des Gemeinwohls. Und eine ähnliche Politik haben wir im Übrigen nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau auch gemacht, die nämlich basierte auf dem Franklin D. Roosevelt'schen Reconstruction Finance Corporation, also auch einer staatlichen Kreditgesellschaft, die dann Kreditlinien für die Realwirtschaft zur Verfügung stellt. Also der ganze spekulative Bereich fällt weg. Und dahin müssen wir. Und wir wollen das eben nicht nur für die transatlantische Region, sondern eigentlich brauchen wir ein globales Trennbankensystem, wo dann wirklich Kredite nur noch für wirtschaftliche Entwicklung da sind und nicht für irgendwas anderes. Und wo dann auch die Menge der Geldschöpfung sich orientiert an einem konkreten Investitionsbedarf, den man fördern will. Richtig. Also das wäre nach ganz klaren Prinzipien der physischen Wirtschaft. Also der Begriff physische Wirtschaft geht auf Leibniz zurück. Der wurde also im Zusammenhang mit der Entwicklung der Dampfmaschine damals von ihm entwickelt und bedeutet eigentlich, dass die physische Wirtschaft der Teil der Wirtschaft ist, wo der Mensch durch seine kreative Fähigkeit immer wieder neue Naturgesetze zu entdecken, diese als wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt im Produktionsprozess anzuwenden. Und das führt dann zu einer Verbesserung der Produktivität. Und die wiederum hat zur Folge, dass der Lebensstandard der Menschen wächst, die Lebenserwartung wächst, überhaupt die Menschheit sich voranentwickelt. Und wir müssen im Grunde wieder zu so einer Idee der Wirtschaft, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht irgendwelche Profite von irgendwelchen kleinen Eliten, die also letztlich das Gemeinwohl mit Füßen treten. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den Forderungen jetzt von JP Morgan. Die haben in ihrem Papier vom 28. Mai ja empfohlen oder gefordert, Grundrechte, mit denen man protestieren kann, also wahrscheinlich Versammlungsfreiheit, vielleicht auch die Meinungsfreiheit und Grundrechte von Arbeitnehmern zumindest einzuschränken. Wie kann die Politik darauf reagieren, dass Banken sowas fordern? Was ist da angemessen? Naja, das wird ja schon angewandt. Also wenn Sie mal gucken, die Politik der Troika etwa in Griechenland oder in Zypern, die haben ja im Grunde die Arbeitsrechte schon weitgehend eliminiert. Also Tarifverhandlungen oder ähnliche Sachen, die sind ja nicht mehr gewährleistet. Das Versammlungsrecht ist natürlich dann auch nicht mehr vorhanden, wenn die Polizei mit solchen Methoden eingreift, wie das von der Samaras-Regierung in Griechenland wiederholt passiert ist. Im Übrigen mit Übereinkunft der EU-Kommission, dann haben sie im Grunde schon einen Abbau der demokratischen Grundrechte. Und das ist das, was die im Grunde konsolidieren wollen und im Grunde Menschenrechte eliminieren. Und das ist ja selbst von der UN im Falle Griechenlands von dem offiziellen UN-Kommissar festgestellt worden, dass die Politik der Troika in Griechenland Menschenrechte verletzt hat. Und das ist die Gefahr, dass das in ganz Europa und ganz Amerika passiert. Ich nehme an, Sie meinen Professor Cephas Lumina aus Sambia, den UNO-Sonderberichterstatter für die Folgen der Finanzkrise für die Menschenrechte. Ja, der ist ja in Griechenland gewesen. Genau. Sind Ihnen noch weitere Forderungen von Konzernen nach Verfassungsänderungen bekannt in dieser Krise, außer dem, was jetzt JP Morgan am 28. Mai gefordert hat
und kürzlich, was im Wall Street Journal gewesen ist. Ja, es gab auch ein Papier von vor einigen Monaten von der Boston Consulting Group. Das ist so eine Asset Management also Gruppierung. Die hatten also auch in einem internen Newsletter praktisch gesagt, dass also jetzt Änderungen in der gesamten Verfassung und Wirtschaft also nötig seien, die eigentlich ein Umfeld brauchen wie in den 30er Jahren. Die sagen zwar nicht offen faschistische Lösungen, aber das ist natürlich genau das, was damit gemeint ist. Also Umfeld der 30er Jahre war eben Mussolini, Hitler, Franco, Pétain in Frankreich. Das heißt im Grunde diktatorische Regierungsform. Das wird ganz offen von denen gefordert. Und wenn man sich die EU anschaut, ich meine, es gibt ja viele Leute, die von einem Demokratiedefizit in der EU reden. Das ist so ein Euphemismus. Also das ist also wirklich absurd, weil wir haben keine Demokratie mehr. Wir sind nie gefragt worden in der Volksabstimmung, ob wir den Euro wollen oder ob wir die Bankenunion wollen oder ähnliche Dinge. Das sind alles Sachen, die ganz tiefgreifend in unsere Lebensverhältnisse eingreifen. Und der Bürger wird überhaupt nicht gefragt. Zum Beispiel der Lissabon-Vertrag. Da hat der Europarat in Lissabon im Dezember 2007 dieses neue Vertragswerk beschlossen, was ja der alte abgelehnte Verfassung war, also was in Frankreich und Holland mit einem Referendum abgelehnt war. Dann haben sie 5% davon umgeschrieben, das nicht mehr Verfassung genannt, sondern Vertrag. Und das sollte dann klammheimlich durchgezogen worden werden. Und wenn wir das nicht zufällig entdeckt hätten durch Gespräche mit Staatsrechtlern aus Österreich und anderswo, hätte das niemand gemerkt. Es gab in der ganzen Zeit zwischen Dezember 2007 und April 2008, als der Bundestag den Lissabon-Vertrag abgestimmt hat, in keiner Zeitung einen Artikel darüber. Also man muss sich das mal vorstellen, dass ein Vertragswerk, was also unter anderem auch die Todesstrafe vorsieht, bei Demonstrationen oder Erschießungen denkbar werden lässt, das wurde mit keinem einzigen Artikel in einer der Mainstream-Zeitungen kommentiert. Und das ist unter anderem also eine Reflexion, wie es um die Demokratie schon jetzt in Deutschland und leider auch in Europa bestellt ist. Wir haben uns mit dem Lissabon-Vertrag auch sehr intensiv beschäftigt und auch sehr intensiv, wo die wenigen, aber auch teilweise wichtigen Unterschiede sind zwischen EU-Verfassungsentwurf und Lissabon-Vertrag. Und dass es noch mehr auf Privatisierung setzt und die Militarismus etwas weniger hat. Aber ansonsten ist es fast das Gleiche, nur dass es keine Verfassung ist. Ja, und das Problem ist eben, dass man ja sieht, wie die politische Klasse in Europa sich verhalten hat. Also wir haben jetzt fast 6 Jahre Finanzkrise, es sind unglaublich viele Steuergelder verprasst worden und damit sind private Zockerschulden in Staatsschulden und öffentliche Schulden verwandelt worden. Und leider ist bis zum heutigen Zeitpunkt keine einzige effektive Re-Regulierung passiert, die diese Casino-Wirtschaft einschränken würde oder beenden würde. Das heißt, die politische Klasse ist quasi, stecken in der Tasche dieser Finanzelite. Und das Problem ist, das muss geändert werden und im Grunde muss die Bevölkerung sensibilisiert werden und aus dieser Lethargie herausgebracht werden. Also wir machen ja viele Infotische auf der Straße und 99% der Leute sagen, ach, man kann ja doch nichts machen. Und wenn man die Leute dann fragt, ja, was heißt das denn, in was für einem System leben wir denn, wenn so viele Leute denken, man kann ja sowieso nichts machen, dann leben wir ja wohl nicht in einer Demokratie. Ja, dann stimmen die Leute zu und sagen, ja, vielleicht leben wir wirklich schon in einer Diktatur. Und das muss erstmal bewusst werden, weil nur dann hoffentlich zumindest ein kleiner, aber wichtiger Teil der Bevölkerung aufsteht und sich daran erinnert, dass es unsere Zukunft, um die es geht, und die von unseren Kindern und Enkeln. Und nicht, also unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Ich hätte da ein Anliegen, wenn Sie da was Schriftliches haben von der Boston Consulting Group, die deutschen Mittelstandsnachrichten haben darüber berichtet, aber nicht den Text selber gezeigt.
wenn Sie uns das zukommen lassen könnten. Ich glaube, das in den Mittelpunkt zu rücken, was die da konkret gesagt haben, könnte helfen für die Demokratie. Ja, doch, das kann ich Ihnen heute noch zuschicken. Das könnte wirklich hilfreich sein. Ich würde. Ich will vielleicht noch einen Punkt nennen, das kann ich Ihnen auch zuschicken. Es gibt ja jetzt auch einen Whistleblower beim IWF. Der hat also der Wall Street Journal ein Geheimdokument zugespielt, ein Geheimprotokoll von einer Sitzung von 2009. Ich glaube, das war im Mai 2009, wo im Grunde das erste Rettungspaket für Griechenland diskutiert wurde. Entschuldigung, wenn ich korrigieren darf. Ich meine, das war Mai 2010. Ich habe das auf Ihrer Webseite gefunden. Entschuldigen Sie. Ja, aber ich habe es mir schon durchgelesen. Das ist hochinteressant, dass da eine Minderheit, ich glaube, von knapp 40 Ländern sich dagegen ausgesprochen hat. Ja, vor allen Dingen die sogenannten Vertreter der Schwellenländer, also Indien und Brasilien, die haben gesagt, es kann nur zur Katastrophe führen. Das wird zu einer deflationären Spirale führen. Und genau das ist natürlich eingetreten. Und im Grunde, also wenn der IWF jetzt weiterhin verlangt, noch mehr von demselben, dann heißt das, sie sind nicht lernfähig. Man muss wirklich sehen, also ich will das vielleicht so brutal sagen, zwischen der ganz furchtbaren Katastrophe von Lampedusa, wo jetzt in 2 Wochen dreimal viele, viele Menschen ertrunken sind, die einzige Antwort des Europaparlaments war, nach der zweiten Katastrophe die Gesetze so zu verschärfen, dass die Küstenwachen noch mehr Menschen da zurückdrängen und im Grunde also verhindern, dass die da kommen können. Das heißt, man will nicht die Alternative, die bestehen würde in der wirtschaftlichen Entwicklung von Afrika, das will man natürlich überhaupt nicht, sondern man nimmt weiter in Kauf, dass Menschen sterben. Und für mich ist es nur ein gradueller Unterschied zwischen der Politik der Troika in Griechenland, in Zypern und dem absolut völkerverachtenden oder menschenverachtenden Verhalten gegenüber den Menschen da, die in Lampedusa umgekommen sind. Das heißt, es ist eine Politik, die Menschenleben oder den Verlust von Menschenleben in Kauf nimmt. Und das hat Absicht. Ja, ich denke, das hat auch, das findet man auch im EU-Recht wieder, zum Beispiel EU-Grundrechtecharta. Was in den Verträgen der EU steht, geht vor den EU-Grundrechten innerhalb des EU-Rechts. Das heißt, was im AEU-Vertrag und EU-Vertrag steht, geht aus Sicht der EU vor. Und wenn da drin steht, die Küste zu schützen, hat das dann mehr Gewicht als so eine Genfer Flüchtlingskonvention, auf die da verwiesen wird, auch im AEU-Vertrag oder auch in der Grundrechtecharta, aber ich denke, über Lex Specialis sagen sie dann, Küstenschutz ist spezieller und das setzt im Vordergrund. Naja, das ist vielleicht kurzfristig richtig, aber ich glaube, dass es sowas gibt wie Naturrecht. Und man kann dieses Naturrecht für eine gewisse Zeit verletzen, aber wenn Sie mal an die griechische Tragödien denken oder überhaupt die griechische Mythologie, dann irgendwann werden die Irinien Leute, die Täter, die Schuldigen treffen. Also wenn Sie mal an das Gedicht von Friedrich Schiller denken, die Kranische des Ibikus, wo die Mörder letztlich durch den Chor der Irinien überführt werden, das heißt, wo sie im Grunde die Gegenwart einer höheren Macht, wie der Schiller das in dem Gedicht so wunderbar da ausdrückt, bringt die Mörder dazu, dass sie sich selbst verraten. Und in der Geschichte, also wenn Sie an die großen Tragödien denken, Schiller, Shakespeare, die haben immer den Eintritt dieses Naturrechts, das war immer ein ganz wichtiges Mittel, um klarzumachen, es gibt eine Gerechtigkeit und man kann die Gesetze biegen und brechen, wie man will. Aber irgendwann wird es auf diejenigen zurückschlagen, die diese Untaten da begangen haben. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass dieses EU-Gebilde, was mehr Unfrieden erzeugt hat als irgendwas und wo die Menschen sich mehr Feind sind, als es jemals der Fall war seit 1945,
dass das keinen Bestand haben wird. Und das Einzige ist, ob wir rechtzeitig genügend intelligente und moralische Menschen finden, die sich für Alternativen zusammenschließen. Oder ob diese Leute uns alle mit in den Abgrund reißen. Das ist im Grunde die Alternative. Jetzt hat, wo Sie Griechenland ansprechen, Griechenland hat im Rahmen seiner Umschuldung, hat es die Auflage bekommen, die Staatseinnahmen immer für ein Quartal im Voraus, was voraussichtlich an die auswärtigen Gläubiger geht, auf ein Sperrkonto zu zahlen, damit die Gläubiger vorrangig bedient werden. Und das sollten die sogar noch in ihrer Verfassung verankern. Da kam jetzt eine Auflage zur Verfassungsänderung dann mal über die Troika bei EFSF. Und ist das moralisch oder rechtlich etwas anderes, als wenn jetzt Private versuchen, das aufzuerlegen? Oder ist es genauso zurückzuweisen? Natürlich, das ist, wenn man überlegt, dass ja Griechenland überhaupt nur in die EU aufgenommen worden ist, beziehungsweise in die Eurozone durch die Vermittlungen von Goldman Sachs. Und dass der ehemalige griechische Zentralbanker heute, ich glaube, im Vorstand der EZB sitzt und die das natürlich alle wussten, dass die Statistiken gefälscht waren, dass gleichermaßen die ganzen Rettungspakete immer nur an die Banken gingen, an die europäischen Banken und nie an die griechische Bevölkerung, dann ist es eigentlich wirklich eine vollkommen also ungerechte Angelegenheit. Und im Grunde muss Griechenland die Konsequenz daraus ziehen, aus diesem Euro auszutreten, eine eigene nationale Währung zu kriegen und sich umzuorientieren. Also zum Beispiel, wir denken ja sowieso, dass der große Schnitt durch Glass-Steagall in den USA kommen wird. Aber es gibt ja auch seitens jetzt von China, da hat der neue chinesische Ministerpräsident Xi Jinping gerade auf der Konferenz von Bishkek, der Shanghai Cooperation Organisation, gesagt, dass die neue Seidenstraße die Politik ist, mit der China die alten Handelswege auf moderne Weise ausbauen will, bis nach Zentralasien. Und im Grunde ist das der Weg, wie Griechenland sich neu orientieren soll. Das heißt, sie sollen Transport und Handelswege und überhaupt Export und Import mit Eurasien organisieren, aber nicht innerhalb dieser EU. Weil innerhalb der EU haben die null Chance. Und im Grunde ist diese Forderung, was Sie da erwähnt haben, das ist so wie bei Shakespeare, der Kaufmann von Venedig, das Pfund Fleisch, was da als Pfand gefordert wird, weil es führt zum Sterben von Menschen in Griechenland, ganz massiv. Die Selbstmordrate geht hoch, Kinder können nicht mehr behandelt werden. Es ist eine absolute Katastrophe und die muss beendet werden. Besser ein Ende mit Schrecken und dann ein Neuaufbau als ein Schrecken ohne Ende. Wenn jetzt ein Land nicht mehr alle Gläubiger pünktlich bezahlen kann und das formell feststellt, dann hat man ein Staatsbankrott. Jetzt will die EU das ja machen in Form eines Staateninsolvenzverfahrens, wo außer der Troika auch noch die privaten Gläubigerauflagen machen können. Findet man im ESM-Vertrag und die Verpflichtung auf kollektive Aktionsklauseln und in Deutschland noch Gesetz, im Bundesschuldenwesengesetz hat man es noch eingebaut. Und wie würde denn Büso damit umgehen, wenn ein Staatsbankrott passiert in Deutschland oder einem anderen Land? Wie kann man damit anders umgehen oder gerechter umgehen? Also wir brauchen wirklich eine Lösung, die alle diese Probleme beiseite bringt. Und das ist Glass-Steagall. Also wir brauchen erstmal eine Trennung von Geschäftsbanken und dem, wofür Geschäftsbanken zuständig sind, also Sozialausgaben, Realwirtschaft, Produktion von Handel, Industrie und Landwirtschaft. Der Bereich muss geschützt werden durch eine staatliche Schutzstellung der Geschäftsbanken. Dann muss der Investmentbankbereich abgetrennt werden und eigentlich stillgelegt werden, was passiert, wenn sie ihre Bücher in Ordnung bringen wollen. Und dann brauchen wir ein Kreditsystem, wo die nationale Verantwortung für die Zurverfügungstellung von Krediten also wieder unter die Kontrolle von souveränen Regierungen kommt, beziehungsweise Parlamenten,
Und diese Kredite müssen dann ausschließlich gebunden werden an Bereiche des Gemeinwohls. Also zum Beispiel wohldefinierte Projekte, in die man investieren würde, wenn es der Wirtschaft auch gut gehen würde. Infrastruktur, Erziehung, Bildung, Gesundheitswesen. Also alles die Bereiche, die im Grunde das Lebensumfeld der Menschen verbessern. Und das würden wir gleichzeitig machen in allen Ländern. Man würde dann feste Wechselkurse einführen, natürlich Rückkehr zu den souveränen Währungen, feste Wechselkurse zwischen diesen Währungen und dann langfristige Kreditabkommen, wo dann zum Beispiel internationale Projekte gemeinsam finanziert werden. Also zum Beispiel, wir haben ja geschrieben ein Programm für den Aufbau von Südeuropa, wo wir im Grunde die Projekte der Eurasischen Landbrücke verlängern in den Balkan, nach Italien, in die Iberische Halbinsel. Und das wiederum dann verbunden wird, zum Beispiel durch einen Tunnel durch die Straße von Gibraltar oder einen Tunnel zwischen Sizilien und Tunesien, dann eine weitere Entwicklungsroute über Ägypten, um dann Afrika großflächig zu entwickeln durch Infrastruktur, Häfen, Straßen, Schnellbahnen, neue Städte, Wasserprojekte. Wir wollen das Wasser vom Kongo durch ein Kanalsystem in den Tschadsee umleiten oder abzweigen, einen kleinen Teil davon, der würde ausreichen, um die gesamte Sahelzone zu begrünen. Wir haben einen Kanal geplant vom Kongo bis zum Mittelmeer, damit würde praktisch ein Streifen von Landwirtschaft entstehen, parallel zum Nil. Damit würde man sofort den Hunger bekämpfen können. Wir haben ein Entwicklungsprogramm geschrieben für den gesamten Nahen Osten, also für die Gesamtregion vom Kaukasus bis Afghanistan, bis zum Golf und bis zum Mittelmeer, also diese Gesamtregion durch Infrastruktur, Bewässerung der Wüsten, weil wir müssen ja einen Anreiz schaffen, dass die Menschen im Frieden und in der gemeinsamen wirtschaftlichen Entwicklung einen höheren Anreiz sehen, als zum Beispiel es jetzt im Nahen Osten mit Al-Qaida und Terrorismus und so weiter der Fall ist. Und das könnte man alles morgen beginnen. Also wie gesagt, die chinesische Regierung hat schon von der neuen Seidenstraße gesprochen. Das ist im Übrigen das Programm, was wir sofort, nachdem die Sowjetunion sich 1991 aufgelöst hat, da haben wir ja dieses Programm der Eurasischen Landbrücke entwickelt. Das wird inzwischen von Korea, von Japan, von China, von Russland in vielen Projekten bereits verwirklicht. Und eigentlich müssen wir wirklich nur mit diesem Monetarismus aufhören und stattdessen wieder eine Politik machen, die sich an Entwicklung orientiert. Und wir haben ja auch deshalb dieses Wort gewählt, der Name für Frieden heißt Entwicklung. Und die Projekte, die da als erstes notwendig sind, an denen arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren und wir sind auch mit vielen Kräften in diesen Ländern im Kontakt. Also wenn der politische Wille mobilisiert werden kann, dann könnte das morgen anfangen. Ich würde gerne nochmal, ich denke, das sind ja erheblich bessere Perspektiven als das, wo in welche Richtung es jetzt geht, immer den Finanzsektor abzusichern. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen. Jetzt hat man ja so viel schon in die Absicherung der Banken gesteckt. Wenn jetzt eine Staatsbankrottsituation käme, die man erstmal überwinden müsste, um dann den Weg frei zu haben, dass man die Realwirtschaft wieder an den richtigen Stellen ankurbeln kann. Wie würde Büsow damit umgehen, wenn jetzt Deutschland, wenn sich herausstellen würde, Deutschland hat sich übernommen und Deutschland hätte einen Staatsbankrott, könnte nicht mehr alle Gläubiger komplett bezahlen. Woran würde Büsow messen, wer noch zu bezahlen ist? Man muss, glaube ich, erstmal sich klar machen, dass das gegenwärtige Finanzsystem nicht zu retten ist. Und zwar das globale System. Wir haben im Augenblick 1,4 Billiarden ausstehende Derivatkontrakte. Und wenn man davon ausgeht, wenn das anfängt zu krachen, also es gibt einige Leute, die auch für Glass-Steagall sind, wie zum Beispiel der stellvertretende Vorsitzende der amerikanischen Bankeneinlagenversicherung, FDIC, der heißt Thomas Hönig, der hat mehrfach gesagt, dass wenn eine der großen Banken kracht,
dass dann alle kommen. Das heißt, wir haben ja durch die Derivate das sogenannte Klumpenrisiko, das heißt, dass alle Marktsegmente dermaßen miteinander verknüpft sind und so viel in den Schattenbankenbereichen angesiedelt ist, dass im Grunde, wenn es kracht, dann kommt das ganze System runter. Das hat ja auch der Bill Gross, das ist der Chefmanager von PIMCO, das ist der größte Anlagenberater, Anlagenmanager, der hat davon gesprochen, dass wenn der nächste Krach kommt, das ist wie eine Supernova. Also wenn so ein Stern verglüht, dann wird noch mal kurz vorher der unheimlich hell. Das ist so wie wenn jetzt die Aktienmärkte alle nach oben gehen, das flackert noch mal so richtig schön auf. Aber dann, wenn die Sache kracht, dann ist die Gefahr, dass das ganze System verglüht, also desintegriert. Und das ist ja der Grund, warum die hinter den Kulissen mit so wahnsinniger Eile versuchen, dieses Gesamtpaket Bailout, Bail-in, Quantitative Easing und Sparprogramme, das alles als ein Paket schnell durchzukriegen. Das ist der Grund, warum der Herr Asmussen dauernd sagt, wir haben nicht so viel Zeit bis 2018, selbst 2015, das dauert alles viel zu lange, sondern der würde das am liebsten morgen alles absegnen, weil die wissen haargenau, wir sitzen auf dem Vulkan. Und das geht nicht mehr um ein Land. Also es wird nie so sein, dass ein Land sich übernommen hat und Zahlungsunfähigkeit wird, sondern wenn, dann kommt das ganze Ding runter. Und da gibt es nur einen einzigen Weg und das ist der absolute Schnitt gegenüber dem alten System. Und das Argument, ja, wir haben schon so viel in die Bankenrettung investiert, ist auch in gewisser Weise hinfällig, weil was jetzt an Geld gedruckt wird, diese 85 Milliarden, die die Fed jeden Monat in das Finanzsystem reinsteckt, das ist schon hyperinflationär. Also die Zahlen, dass wir angeblich nur 2% Inflation haben, das ist ja eine völlige Frechheit, weil man kann den Inflationsindex natürlich so bauen, dass das dabei herauskommt. Also natürlich werden wahrscheinlich einige Yachten billiger, aber welche Familie kauft sich schon eine Yacht? Das sind ja nur ganz wenige. Während wenn Sie das Einkommen von einer normalen Familie nehmen, die das meiste ausgeben müssen für Strom, Lebensmittel, Miete, Benzin, dann kommen sie ganz leicht auf Inflationszahlen schon jetzt 20-30%. Und da baut sich eine Hyperinflation in der gesamten transatlantischen Region zusammen, die sehr schnell ein Volumen erreichen wird wie in Deutschland 1923. Da hat man auch die Inflation jahrelang überhaupt nicht gesehen. Und dann, als die Franzosen das Rheinland besetzt haben, ist die Sache in einem halben Jahr vollkommen explodiert. Und dieses Mal würde es noch viel schneller gehen, weil es eben nicht ein Land ist, sondern im Grunde ganz Europa, dann die USA. Und der Dollar ist ja nicht nur eine nationale Währung, sondern ist ja eine Weltleitwährung, die in allen möglichen anderen Sachen drinsteckt. Also wir würden im Grunde einen Kollaps sehen, der also alles in Schatten stellt, was bisher der Fall war. Und für diesen Fall gibt es nur die Lösung, die wir vorschlagen, Glass-Steagall und dann Kreditsystem. Weil selbst dieses Bail-in-Bail-out-Konzept, was jetzt von der Finanzelite vertreten wird, das wird nicht funktionieren. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen in ganz Deutschland oder in ganz Europa und Amerika dasselbe, was in Zypern passiert ist, dann ist die Realwirtschaft platt. Das heißt, die Leute verlieren alles, aber in diesen hochindustrialisierten Ländern hat das natürlich noch ganz andere Auswirkungen als jetzt wie in einem Inselstaat wie Zypern. Ja, wenn jetzt in den USA zum Beispiel es tatsächlich zum Staatsbankrott kommen sollte, weil man sich nicht einig wird über einen Haushalt, wäre ja ein mögliches Szenario, dann könnte es ja zu einer Kettenreaktion an Staatsbankrotten kommen und dann wird es plötzlich ganz akut, wie man die bewältigt, was muss dem Staat noch bleiben und was muss an die Gläubiger rausgegeben werden. Ich sag mal zum Beispiel, was ist mit Ansprüchen von Sozialhilfeempfängern, was ist mit Ansprüchen an Sozialversicherung, müssen wir Daseinsvorsorge und Behörden privatisieren? Da steht ja jetzt in Europa alles auf dem Prüfstand. Naja, das ist ja gerade der Punkt, um den es geht. Also wenn die Lösung der
Federal Reserve oder der EU-Kommission, wenn das durchgesetzt wird, die wollen jetzt die ganzen Sozialleistungen kürzen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie auf die Anzeige heute, die von diesem Peterson-Institut veröffentlicht worden ist, wo die ganz offen sagen, die sogenannten Entitlements, die müssen jetzt weg. Also die müssen gekürzt werden. Und wenn die Sequestration am 15. Januar in den USA in die zweite Phase geht und nochmal 25 Milliarden gekürzt werden, dann trifft das wirklich die Armen, die jetzt gar nichts mehr haben. Und jetzt gibt es einen neuen Vorschlag, der wurde gestern in der New York Times vorgestellt, dass die Leute, die gar keine, mit Obamacare, gar keine Krankenversicherung mehr bekommen, und das ist auch eine Lüge, die in den westlichen Medien also wirklich endlos da wiederholt wurde, aber es gibt ganz viele Leute, die bei Obamacare eben rausfallen, und denen wird jetzt der Vorschlag gemacht, sie könnten ja einen Kredit aufnehmen, und der wäre dann eine gewisse Zeit, 6 Monate oder so, ohne Zinsen. Aber wenn sie das dann nach einem halben Jahr nicht bezahlt hätten, dann kommt dann 20-30% Zinsen. Das heißt, dann sind die Leute auch in absoluter Schuldenfalle bankrott. Man muss wirklich das nochmal durchdenken. Das wird nicht funktionieren. Und wenn im Grunde diese Zerstörung der Realwirtschaft in ganz Europa und Amerika stattfindet, wie in Zypern, dann ist das sowieso alles gar nicht mehr finanzierbar. Und die Intention davon ist die Reduktion der Anzahl von Menschen, die leben. Die Armen, Kranken und Schwachen, die sollen weg. Das ist die brutale Wahrheit. Und bei unserem Modell würde alles darauf hinauslaufen, dass man die Wertschöpfung durch die Investition in die Realwirtschaft wieder in Gang bekommt. Und zwar produktive Vollbeschäftigung. Was ich mit produktiver Vollbeschäftigung meine, ist eben nicht Billiglöhne oder 1-Euro-Jobs oder diese ganzen anderen Scharlatan-Dinge, die da von der EU gemacht worden sind. Die haben doch jetzt schon den Effekt, dass die Renten immer mehr gekürzt werden, weil die Renten setzen sich ja zu einem ganz großen Prozentsatz zu den Lohnsteuern und Rentensteuern, die aus den aktuellen Löhnen kommen, zusammen. Und wenn die Löhne Billiglöhne sind, dann ist natürlich auch das Geld, was an die Renten geht, immer weniger. Und das sieht man eben jetzt, dass die Renten jetzt schon immer schrumpfen. Aber wenn Sie erstmal so ein Bail-in haben und die Realwirtschaft halbiert wird, dann können Sie es eh vergessen. Und deshalb ist die einzige Lösung, dass wir wieder auf eine produktive Vollbeschäftigung setzen, produktive neue Arbeitsplätze schaffen und damit im Grunde das Steueraufkommen so erhöhen, dass dann die Sozialausgaben wieder finanzierbar sind. Und in einem Land wie Deutschland brauchen Sie Wachstumsraten von mindestens 3 oder 4%, damit Sie die demografische Entwicklung ausgleichen können. Weil nur wenn Sie Wachstumsraten haben, die die Gesamtrealwirtschaft so steigern, dass Sie dann einen Überschuss haben, dann können wir im Grunde mit dieser demografischen Problematik fertig werden, aber nicht, indem man überall spart. Sie haben mehrfach die Finanzelite erwähnt. Jetzt kann man natürlich unterschiedliche darunter verstehen. Uns wird jetzt zum Beispiel das Bilderberg-Netzwerk einfallen, wo 2013 auf der Tagesordnung es auch einen Tagesordnungspunkt gab, wo es um Entitlements ging. Wen meinen Sie mit Finanzelite? Ja, die Bilderberger sind natürlich eins von diesen Gremien. Man könnte viele andere noch dazu nennen. Im Grunde sind es eigentlich die too big to fail Banken und ihre Interessenvertreter. Also zum Beispiel, es gibt ja diesen International Finance, IF, International Institute of Finance. Ich glaube, da sind die 460 oder so größten Banken der Welt drin. Davon war der Ackermann lange Zeit der Vorsitzende. Die haben, also wenn Sie zum Beispiel das Gesetz sich anschauen, das Bail-in-Gesetz der EU-Kommission, was jetzt vor dem Europaparlament verhandelt wird, da schreiben Sie in der Einleitung ganz offen, dass dieses Gesetz ausgearbeitet worden ist mit Hilfe der ISDA, International Association for Swaps and Derivatives. Und dann guckt man im Vorstand, wer ist dieses ISDA? Und dann sieht man, das sind die 28 too big to fail
die sogenannten SIFIs, Globally Systemically Relevant Banks oder so. Also mit anderen Worten, die eigentliche Macht sind diese 28 Too-Big-to-Fail-Banken und die haben natürlich alle ihre Gremien. Die Bilderberger sind ein Gremium davon. Und wenn Sie zum Beispiel gucken, wer sitzt in den Vorständen der Hedgefonds, wovon ja 85% ihre Hauptquartier in London haben, da finden Sie eben auch ganz viele Leute aus dem Hochadel. Also da vermischt sich die Oligarchie im traditionellen Sinn mit der Finanzoligarchie. Und wenn man das alles so aufklamüsert, dann sieht man eigentlich, das ist wirklich eine Oligarchie, die eigentlich der Meinung sind, sie sind was Besseres. Und die Masse der Bevölkerung kann aufgeopfert werden, wenn Sie mal an die Schrift von Friedrich Schiller denken, über die Gesetze des Likurg und Solon. Da beschreibt der Schiller ja sehr deutlich, was die beiden Staatsmodelle sind. Das eine sind die Gesetze des weisen Solons, also des Gesetzgebers von Athen. Und da wird dann halt gefragt, was ist der Zweck des Staates? Und dann sagt er, Fortschreitung aller Bürger, also dass sich alle Bürger entwickeln können. Und dagegen kontrastiert der Schiller eben die Gesetze des Likurg, das heißt der Staatschef von Sparta. Und da ist eben eine kleine Oberschicht, die Spartaner, und die können eben die Heloten, das waren die Sklaven damals, notfalls, wenn es zu viele werden, auch dann abschlachten, und die Jugend kann sich üben, diese Leute da als Zielscheibe zu benutzen. Also das Menschenbild ist in beiden Staatsmodellen ein völlig verschiedenes. In der republikanischen Variante, also dem Solon-Modell, ist der Mensch und die Entwicklung aller Fähigkeiten, die im Menschen angelegt sind, das, was der Zweck ist. Und in dem oligarchischen Modell ist es der Profit einer kleinen Oberschicht, die im Grunde sagt, die Masse der Menschen soll möglichst rückständig gehalten werden, und zur Not kann man die auch reduzieren, wenn es uns in den Kram passt. Und genau das sehen wir heute. Das ist eine bewusste Reduzierung von Menschen. Das hatten wir vor 70, 80 Jahren schon mal. Die wurden damals die nutzlosen Esser genannt. Und heute sind die nutzlosen Esser halt die Kranken, oder wie auch in Kreisen der EU-Kommission diskutiert wurde, dass man die Renten nicht mehr finanzieren kann, und deshalb muss die Lebenserwartung systematisch zurückgeschraubt werden. Und das hat einen bestimmten Namen, das ist Faschismus. Naja, davon gibt es natürlich unterschiedliche Intensitäten. Es ist noch ein Unterschied, ob man die Menschen in Lager sperrt, aber ich glaube, das Endergebnis ist letztlich, wie viel Menschen es Krankheit und Tod bringt. Und wenn die Menschen nicht genug zu essen haben oder nicht medizinisch nicht viele nicht versorgt sind, wie in Griechenland, das kommt für viele aufs Gleiche raus, nur dass sie nicht eingesperrt sind. Aber es sind nicht solche Zahlen wie damals. Naja, doch, also wenn Sie mal gucken, was im Grunde die Politik des IWF durch ihre Konditionalitäten in den letzten Jahrzehnten an Entwicklung unterbunden hat, und dass jeden Tag 50 Kinder sterben an Hunger, dass im Grunde 1 Milliarde Menschen täglich hungert, dass viele Menschen also wirklich an Hunger und Krankheit früher sterben, Lebenserwartungen haben, die mittelalterlich sind, die ja der Grund sind, warum Tausende und Tausende versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Die machen das bestimmt nicht aus Jux und Dollerei, sondern die wissen ganz genau, dass sie eine 50-zu-50 Chance haben zu ertrinken. Und das zeigt ja, dass die Menschen wirklich so verzweifelt sind, dass sie dieses Risiko eingehen wollen, weil es immer noch eine größere Chance ist, als zu Hause zu bleiben. Also man muss, glaube ich, in der Politik nicht nur die Konsequenz von etwas sehen, was gemacht wird, sondern auch von etwas, was unterbunden wird. Und das ist das, was ich in die Kategorie von Schreibtischtätern bringen würde. Das heißt, das sind nicht Mörder, die irgendjemanden erschießen, aber die können durch einen Strich mit der Feder auch Leute umbringen. Ja, vor allem, die sind schon so lange am Werk. Wenn ich Davies Mbutu, ein ehemaliger IWF-Mitarbeiter, hat Ende der 80er Jahre vorgeworfen, der IWF und Weltbank seien zusammen für Millionen Menschen leben verantwortlich, aber hat nicht die Zahl nicht ganz präzise benannt und nicht gesagt, in welchen Ländern und wie.
Und Professor Dr. Chossudovsky hat in seinem Buch Globalization of Poverty and the New World Order hat er zu einigen Ländern schon mehr Zahlen genannt, hat aber auch keine Gesamtzahlen genannt, sodass auch da nicht hundertprozentig hervorgeht, wo diese Millionen Menschen herkommen können. Ich würde vielleicht tippen auf Indien oder Russland. Also Russland in der Wendezeit sind viele Menschen, ist die Bevölkerung enorm zurückgegangen. Und Indien, wobei ich da nicht weiß, was ich IWF und was ich Weltbank zuordnen soll, aber das ist das Land mit den meisten Hungernden weltweit. Also ich kann Ihnen versprechen, dass ich Ihnen das als Annäherung in einiger Zeit mal zukommen lasse, weil wir haben darüber schon einige Berechnungen gemacht. Die habe ich jetzt nicht bis zum letzten Punkt hier vorliegen, aber es handelt sich wirklich um Hunderte von Millionen von Menschen, die gestorben sind, aus Gründen, die nicht nötig gewesen wären. Es ist dann schwierig, dass wie viel wären ohne diese Auflagen gestorben und wie viel sind durch die Auflagen zusätzlich gestorben. Ich glaube, darauf kommt es an. Ich habe noch etwas, das Datum 9.5.2010, wo die Kontroverse innerhalb des IWF war, von den Exekutivdirektoren, vor allem aus Lateinamerika, die das nicht wollten mit dieser angeblichen Griechenlandhilfe. Und am gleichen Tag hat der ECOFIN-Rat, die Wirtschafts- und Finanzminister, im Ministerrat, einen Beschluss gemacht, dass die Auflagen streng sein sollen, wie in der Praxis des IWF. Am gleichen Tag. Das ist historisch gesehen recht makaber. Obwohl man vielleicht wissen sollte, wie streng das ist. Echt heftig. Naja, also ich denke mal, die EU-Kommission hat, oder die EU-Finanzminister, die haben kein Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung von Südeuropa. Also im Fall von Spanien, da wurde ja das Budget für den Wissenschaftshaushalt so dramatisch gekürzt, dass alle Wissenschaftler und Studenten von den Fakultäten der Unis einen offenen Brief an die Regierung geschrieben haben und gesagt haben, dass also eine weitere Fortsetzung dieses Programms jede Wissenschaft in Spanien eliminieren wird. Und es ist auch völlig klar, dass wenn jemand ein Interesse hätte, dass sich eine Wirtschaft erholt, dann würde man doch gerade in den Bereich Grundlagenforschung, wissenschaftliche Forschung investieren, weil vor allen Dingen bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 60%. So hat man überhaupt keine Chance, dass diese jungen Menschen in Spanien einen Arbeitsplatz finden. Akademiker wandern aus. Das heißt, die Intention ist die Zerstörung. Ich glaube, das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen. Das ist nicht nur Inkompetenz, also Unfähigkeit, sondern die Absicht ist. Und wenn Sie mal dran denken, dass der Amato, der ja einer der Verfasser war des Lissabonner Vertrags, der hat ja in einem Interview mal sehr deutlich gesagt, ja, warum sollen wir eigentlich nicht zum Mittelalter zurück? Die Feudalstrukturen waren doch sehr viel besser. Kleine Städte, kleine überschaubare Situationen. Und das ist die Vorstellung der Oligarchie. Die hätten gerne wieder so eine Gesellschaft wie im Feudalwesen. Da habe ich eine Menge Assoziationen beim Lissabonner Vertrag. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich war gerne hier. Ja, herzlichen Dank. Und das von der Boston Consulting Group, ich glaube, das könnte die öffentliche Debatte erheblich befördern. Ich schicke Ihnen das noch heute. Ich schicke das heute. Was auf dem Spiel steht. Ganz herzlichen Dank. Okay, tschüss. Tschüss.